Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich sehe richtig chillomillo aus. Ich bin in meinem Kuschelanzug, Hausanzug, bin frisch geduscht und dachte mir, ich nehme euch jetzt mal mit, denn heute ist mein künstlicher Tannenbaum angekommen. Mein erster künstlicher. Letztes Jahr hat mein Freund mir verboten, einen Baum zu holen. Und ich muss gestehen, ich bin Fan von diesen künstlichen, die mit Schnee bedeckt sind. Ich habe jetzt einen bestellt. Ich setze euch alle Produkte in die Infobox. Und ich bin gespannt, ob er mir von der Qualität gefällt, weil wenn man im Internet bestellt, weiß man ja immer nicht, wie das Ganze so daherkommt. Deswegen bin ich sehr gespannt, den mit euch auszupacken. Ja, wir haben es heute Dienstagabend, deswegen, wie gesagt, bin ich ungeschminkt in Kuschelsachen. Und ja, ich dachte mir, ich zeige euch, was ich heute und gestern unter anderem für Baumschmuck mir besorgt habe. Ich freue mich unfassbar doll, den heute aufzubauen. Ich bin gespannt, was mein Freund nachher sagt, wenn er nach Hause kommt. Letztes Jahr hat er nämlich gemeckert und hat gesagt, nee, wir haben so viel Klimbim und er weiß ja, ich stehe auf Kitsch und Deko und ne, ich bin so die typische Frau, die jeden Tünnef irgendwie schön findet und am besten noch, wenn es glitzert und übrigens glitzert es heute auch. Ja, aber wenn ich dann dekoriert habe und es zu Hause schön gemacht habe, so wird es auch beim Tannenbaum sein, dann kommt er nach Hause und sagt, oh, ist das schön. Ja, also welche Männer unter euch, beziehungsweise wo ist das bei den Paaren auch so? Also ich freue mich natürlich. Aber selbst wenn nicht, dann macht es mir trotzdem Spaß. Dann, ja, ich mache das ja für mich, weil ich liebe das. Und das habe ich, glaube ich, von meiner Oma, von meiner Mama. Ich liebe Deko, also so ein steriles Haus geht nicht. Heute machen wir mal den Christbaum zusammen, wollte ich gerade sagen. Und ja, ich zeige euch einfach, was ich so Schönes gekauft habe. Oh, hier habe ich jetzt mal alles für euch hindrapiert, was ich so Schönes geshoppt habe, gestern und heute tatsächlich. Einmal wollte ich gerne den Tannenbaum richtig schön in Creme, Silber, Glitzer, Weiß halten, da unser Adventskranz auch im Boho-Stil ist und das soll so ein bisschen zusammenpassen. Ich blende euch, glaube ich, auch nochmal ein paar Sequenzen vom Weihnachtskranz ein. Es interessiert viele, ich habe es leider nicht rechtzeitig geschafft, aber deswegen mit in diesem Video als Inspo, vielleicht auch fürs nächste Jahr. So, hier einmal ein kurzer Einblick. Die ganzen Sachen, die ihr hier gerade seht, bis auf die Heißklebepistole, hatte ich alle im Depot gekauft. Da kann man sich ja so ein bisschen das Passende zusammensuchen, was einem so gefällt. Und dieses Jahr habe ich da einfach ja, nach Geschmack meinen Kranz zusammengebastelt. Das Pampasgras, das Buschige, was ihr im Hintergrund gesehen habt, das habe ich schon zu Hause gehabt. Wollte das aber nicht mehr stehen haben, deswegen habe ich das gleich mitverwertet. Und ja, ihr seht, ich habe mit Draht die... Wie nennt man das? Dieses, mir entfällt gerade das Wort, aber ihr wisst, was ich meine. Als Kerzenhalterung ein bisschen daran gebastelt. Dann fange ich an mit dem Pampasgras und gleich im Anschluss seht ihr nach und nach, wie ich so ein bisschen einfach nach Gefühl mir die verschiedenen Sachen da reinarbeite. Mir gefällt das sehr gut. Ich wollte das so ein bisschen im Boho-Stil haben, passend auch zu unserem Wohnzimmer. Und ja, ich saß tatsächlich, glaube ich, knapp 2 Stündchen da dran, aber ich habe es auch ganz in Ruhe gemacht, habe mir alles halt zurechtgeschnitten und ja, das Ergebnis seht ihr gleich. Vielleicht ist das ja auch eine Inspo für euch fürs nächste Jahr oder generell noch für die ein oder andere Weihnachtsdeko jetzt gerade. Falls ihr euch fragt, ob wir ein kleines Hausschweinchen haben, was ihr eben zweimal im Hintergrund gehört habt, das ist unsere kleine französische Bulldogge, die gerade mein Freund begrüßt, der während des Videos schon zu Hause kam. Und infolgedessen habe ich mir einmal hier diese schönen, einfach schlicht silber-weiß-matten Christbaumkugeln mitgenommen. Ich versuche das mit einer Hand aufzumachen. Das Coole ist, dann stehe ich bei Schulenburg an der Kasse und dann sagt die Verkäuferin, ja, 50% auf die Weihnachtsware. Und ich dachte, wie geil ist das denn? Also einmal die, richtig schön. Die habe ich zweimal mitgenommen und dann noch in kleinerer Ausführung und noch hier so eine Spitze. Genau, dann habe ich heute unter anderem diese schönen glitzernden Kugeln einmal ergattert. Das alles, was ihr jetzt seht, habe ich hier aus Neumanns Gartenwelt. Das ist bei uns eine Nachbarstadt weiter, oder ein paar Nachbarstädte jetzt von da aus, wo wir wohnen. Da kaufe ich super gerne Deko und auch Pflanzen und Blumen. Genau, einmal die, dann richtig schön so weiße, auch wieder mit matt und glänzend. Dann richtig hübsch in Champagner, fand ich super passend. Die finde ich auch richtig, richtig schön. Also, jetzt kann man mal gucken, der Fokus mit dieser Kamera jetzt gerade.
Auf die Stelle klappt nicht. Ich filme nämlich wieder mit der guten neuen Kamera. Da muss ich mich immer noch ein bisschen eingrooven. Dann dieses schön hier, auch wieder mit Glitzer. Da wollte ich mal gucken, ob mir das gefällt. Den habe ich nämlich von Rossmann. Ja, aber da gucke ich mal, wie das dann angehangen aussieht. Und da noch schöne Schneeflocken so, auch in Silber. Blümchen, da muss ich sagen, habe ich mich vergriffen. Ich glaube, die werde ich tauschen, denn ich wollte ursprünglich solche großen. Und da werde ich, glaube ich, die nehmen, die ich da habe, und dann bringe ich die zurück. Ich gucke mal, je nachdem. Ja, das ist sozusagen die Auswunderung. Ich habe gerade meine Kamera getauscht, der Autofokus will gerade nicht. Ich muss mit der neuen guten Kamera, mit der ich jetzt eben gefilmt habe, noch unbedingt üben. Auf jeden Fall wollte ich euch die zeigen. Die hat Flo's Schwester selber bemalt. Wie süß ist das denn bitte? Und ja, letztes Jahr hatten wir halt keinen Tannenbaum. Dementsprechend freue ich mich natürlich, die heute schön platzieren zu können. Ich finde die so unfassbar süß. Ich setze euch ihren Link mal von Instagram in die Infobox. Und ja, sie ist auf jeden Fall sehr begabt, was Kreativität anbelangt. Und ja, also das muss ich sagen, freue ich mich sehr, die aufzuhängen. So, so schön. Und ja, genau, wie gesagt, das hatte ich euch ja eben gezeigt. Jetzt gilt es mal, das Tannenbäumchen auszupacken. Hier haben wir das gute Stück. Ich habe bestellt bei, ich glaube, All About Christmas oder so. Setze ich euch, wie gesagt, unten in die Infobox. Und ich hoffe, der sieht genauso schön aus wie im Internet. Dann wollen wir mal das Bäumchen auspacken. Ich muss zu meiner Schande gestehen, ich hätte ihn ein bisschen größer erwartet, obwohl ich auf die Maße geschaut habe. Dementsprechend wundert euch nicht. Einiges von dem Baumschmuck werde ich tatsächlich nochmal wieder zurückgeben. Da ihr am Ende gleich sehen werdet, dass ich nicht alles benötigt habe. Aber da habe ich auch noch den Kassenbon extra aufbewahrt. Okay, sehr geil. Gutes Geschäft. Vorbereitet ist, das hatte ich mal zum Basteln gekauft, für dieses Schneespray. Hey, und ganz ehrlich, also ich finde, da kann man noch ein bisschen nachhelfen. Doch, finde ich cool. Mache ich jetzt nur an einigen Stellen, weil ich auch nicht weiß, wie das dann verklebt oder so fürs nächste Jahr, aber finde ich gut. Mach den dann ein bisschen voller optisch. Überall, wo mir das jetzt noch ein bisschen zu grün war, habe ich jetzt, wie gesagt, mein Schneespray noch mal ein bisschen drüber gegeben. Und ja, dann seht ihr, starte ich mit der Lichterkette. Ich habe mich für so eine transparentfarbene entschieden, weil ich das ehrlich gesagt erstens mal schöner finde zu der Art von ja, Design, sage ich mal, wie ich ihn gestalte. Und dadurch, dass der Schnee halt drauf ist, sollte sich das auch nicht so abheben. Anders als bei diesen dunkelgrünen Standardlichterketten. Ich finde das einfach ein bisschen eleganter und halt auch unauffälliger. Ja, die Kugeln sind so, so schön. Ich habe 4 Stück gekauft und 2 davon sind leider während des Transportes nicht ganz heil bei mir angekommen. Aber ich habe sie trotzdem verwendet, wie ihr sehen könnt. Da habe ich sie einfach so zurechtgedreht, dass man das nicht sieht. Anstatt sie wegzuwerfen, weil die haben zusammen, also 2 Stück lagen bei 7 Euro von diesen Special-Varianten. Und das fand ich ein bisschen zu schade. Ja, ich habe das alles so ein bisschen behangen nach Gefühl, nach Geschmack. Und ja, ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt seht ihr das Ergebnis, mir gefällt er unfassbar gut. Ich mag das, das ist vielleicht für den einen oder anderen sehr schlicht, ich finde das aber sehr elegant. Ich mag das mit diesem ja, bisschen Boho-Stil, glitzerhell, alles in Silberweiß, sehr edel, sehr schick gehalten. Man kann natürlich auch noch irgendwie einen Farbakzent mit reinbringen, indem man vielleicht ein paar pastellfarbene Kugeln oder so reinhängt. Aber naja, letztendlich ist das ja auch alles Geschmackssache. Ich bin mega zufrieden damit. Ich finde ihn mega, mega schön. Mein Freund mag ihn auch sehr gerne. Und ich denke mir, das ist vielleicht eine schöne Inspo für euch. Die Kugel, die Flo's Schwester bemalt hat, ist natürlich das Highlight im Tannenbaum. Und ja, ich finde es Wahnsinn, wie viel Gemütlichkeit so ein Bäumchen tatsächlich über die kalte Jahreszeit ausstrahlt und ja, das Wohnzimmer einfach richtig gemütlich macht. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen inspirieren für dieses oder vielleicht auch fürs nächste Jahr. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben da lasst. Und ich wünsche euch noch eine wundervolle Vorweihnachtszeit. Vielen Dank fürs Einschalten und wenn ihr Lust habt, bis zu meinem nächsten Video.